So, hallo meine Damen und Herren, willkommen zur ersten Vorstellung von Home Survival. Und ich habe gedacht, ich mache einfach mal ein Video, um euch den Stand der Dinge mal zu zeigen. Und ja, ich mache seit viereinhalb Jahre bastle ich an ein Survival Game mit der Unreal Engine 5. Damals noch mit 4 Punkt noch mal was, 2.6 oder sowas, keine Ahnung. Und jetzt mit der 5.1. Ja, wo fangen wir an? Das eben war jetzt mal das Intro. Ich gebe euch mal so einen groben Überblick über alles und hoffe, dass das Video jetzt nicht allzu lang geht, aber dann seht ihr mal, wie es jetzt im Moment ist. All diese Dinge, die ihr jetzt seht oder auch dann später, sind auch viele Sachen, die ich teils selber gebastelt habe, aber auch teils selber dann halt gekauft habe und sowas. Oder auch beim Unreal Engine Marktplatz kostenlos erwerben konnte. Jeden Monat gibt es nämlich immer so 5 Bundle, jeden ersten Dienstag, und da kann man das dann sich dann holen. Ja, wie ihr dann jetzt hier gerade seht, sei es die Steine, sei es das Wasser, die Spielfigur oder auch das Lagerfeuer. Wie gesagt, teils noch ein bisschen modifiziert von mir selber, aber im Grundlegenden dann einfach vom Marktplatz dann geholt. Ja. Home Survival ist ein Survival-Spiel mit Craften, dann Aufbau, dann ja, ein bisschen Quest-System und sowas, möchte jetzt noch nicht so viel. Dann kann man Pflanzen, also so Landschaft und sowas, kann man dann noch ein bisschen verändern, Bäume setzen und sowas, Obst, Gemüse, all diese Dinge. Und Levels gibt es schon später, Tag, Nacht, Rhythmus, Wetter und vielerlei andere Kleinigkeiten und sowas. Ja, das Logo ist auch schon das 4. oder 5. Und das Logo hat Skyward Queen gemacht. Da nochmal mega danke, weil sie hat daran auch stundenlang gebastelt. Auch das mit den Schattierungen und Co. war nicht immer so ganz einfach. Und ihr werdet jetzt einen Stand sehen und in 2-3 Monaten wieder ein bisschen mehr. Und so erarbeiten wir uns das dann Schritt für Schritt. Genau. Hier seht ihr noch so ein kleines R, wenn überhaupt. Und ja, ich habe mir das sogar markenrechtlich schützen lassen und so. Und ja, war nicht gerade günstig. Aber sonst schnappt es einer weg und dann ist es doof und alles kann schon umschreiben nachher. Somit haben wir das dann auch schon mal registrieren lassen. Genau. Wir starten ganz normal hier mit so einer groben Erklärung vom Hauptmenü. Das Hauptmenü selber habe ich damals auch in so einem Bündel gekauft. Das war ein Survival Kit 2. Weiß nicht, hat so 80 Euro gekostet auf dem Marktplatz. Aber dann hatte ich erstmal eine Grundbasis und an dieser Grundbasis konnte ich dann schon sehr, sehr, sehr vieles tun. Nur sah die natürlich nicht super spitze aus. Tut es jetzt immer noch nicht, aber es ist natürlich mal ein Anfang. So. Dann ganz normal die Menüs an Spiel verlassen. Credits habe ich jetzt noch nicht ganz drin, weil ich noch nicht fertig mit dem Spiel bin. Das kommt auch ganz, ganz, ganz zum Schluss, um einfach dann auch zu wissen, wer wirklich nachher noch mitgeholfen hat oder was für Sachen noch gekauft worden sind oder auch Musik. Urheberrechtliche Sachen kommen dann natürlich dann auch mit rein. Einstellungen. Gehen wir mal in Einstellungen rein. Da haben wir ganz normal das Spiel. Ihr seht hier auch diesen kleinen Rand und sowas. Den müsste ich dann auch noch verfeinern oder verbessern. Dieses Overlay wird jetzt viele auch noch zum Lächeln bringen, die sehr viel mit Unreal Engine arbeiten, weil dieses Overlay konnte man nämlich auch dann erwerben. Das ist so ein Grudge oder sowas, wie das hieß. Ja, gab es für ein bisschen Geld. HUD-Anzeigen kann man machen, Element-Tooltips, dann Audio habe ich schon ein bisschen voreingestellt, weil mich das dann immer stört, dass wenn man neue Spiele kauft und sonst was, das die Musik extrem laut ist, und leider ist es bei meinem Spiel auch noch so. Dann kann man Videoeinstellungen machen. Ihr seht jetzt die Auflösung, deswegen ist dieses Format, was ihr jetzt auch seht, auch ein bisschen kinolastig, weil ich das mit einem Bildschirm aufnehme, der relativ weit gebogen ist und hat nicht die Auflösung von 1920 auf 1080. Deshalb 3440 auf 1440. Dann gibt es noch Fenstermodus. Dann VSync und natürlich verschiedene Sprachen. Und das mit den Sprachen ist noch ein bisschen tricky. Ich wollte eigentlich noch 4, 5 mehr dazu tun, so wie auch die chinesische. Aber das ist nicht so einfach, weil da Sonderzeichen sind und jene Sonderzeichen kann man nicht 1:1 dann übernehmen für die Schriftart. Und es ist noch nicht alles übersetzt. Ich glaube auch, dass ich bei diesen Sprachen, die hier sind, bleibe und die dann so gut es geht dann übersetze.
oder besetzen lasse. Genau, FPS, dann Anti-Aliasing, Sichtweite, Texturen, Post-Processing, Pflanzen, die Effekte, wie die dargestellt werden, sowie auch die Schatten. Ich habe ein bisschen alles auf Medium gestellt und ihr werdet nachher sehen, dass ich trotzdem nur 20 bis 22 FPS habe. Liegt daran, dass ich nebenher noch OBS laufen habe und liegt daran, dass mein Computer sowie auch die Grafikkarte leider schon alt ist. Gut alt, also 6, 7 Jahre locker, ja. So, dann Steuerung, ganz normal. Das ist halt tastaturmäßig, kann man nachher sich dann so umschreiben, wie man dann Lust hat. Hier seht ihr selber, dass noch viele Sachen noch nicht direkt übersetzt worden sind und sowas. Das kommt alles und die Grundart von uns ist eigentlich mehr oder von mir, dass einfach das Spiel funktioniert. Hübsch kommt dann noch oder die Verfeinerung, aber nur, dass es halt wirklich funktioniert. Und wenn man was übersetzen kann, dann ist es schon super. Es hat nur eine Mordsarbeit, aber kann man dann noch machen. Es wird nicht auf der PlayStation kommen, nicht auf der Xbox und nicht auf der Switch. Tut mir leid, weil ich dafür einfach noch zu doof bin, um das umzubauen. Und sicher werden viele sagen, ah, du musst das und das Video angucken, dann kann man das und das so machen. Mag sein, aber ich bin froh, wenn ich überhaupt das auf PC gebacken bekomme. Und vielleicht hilft mir dann später mal ein Publisher oder sowas dabei. So, Hauptmenü. Es gibt Mehrspielerfunktionen. Man kann einen Server selber hosten mit einem gespeichert oder gespielten Spiel schon. Nehmen wir mal an, also ihr fängt einfach das Spielen an und sowas und sagt mittendrin, boah, mega cool, das möchte ich gerne mit meinen Freunden spielen. Dann könnt ihr, wenn ihr einen Server hostet, diesen Speicherstand übernehmen und könnt mit denen dann weiter zocken, da wo ihr angekommen seid. Genau. Oder ihr tut ein neues Spiel erstellen mit euren Safe-Sachen. Showcase ist jetzt die Welt, wo wir drin sind nachher. Und ihr könnt die Max-Spieler einstellen. 10 bis 12, also 14 will ich jetzt nicht versuchen. Aber so 10 Stück ist ja auch schon mal nicht schlecht. Genau. Gleichzeitig, weil die Map, die wir haben, die ist okay groß, aber nicht so krass wie jetzt ein Witcher oder wie Satisfactory oder wie man jetzt auch mal sieht bei anderen Spielen und sowas, ne? Far Cry oder Co. Genau, also ist alles noch relativ klein gehalten. Die Insel, wo wir drauf spielen, die gibt es wirklich. Die ist so ein bisschen neben Italien und sowas oder gehört sogar noch zu Italien. Und irgendwann vielleicht darf ich sogar nochmal dahin fliegen und das mal live anzugucken und sowas, ne? Kann man sich das dann mal genauer anschauen. Selber war ich da noch nie und ich habe mir das dann einfach dann rausgezogen von Google Maps. Dafür gab es dann ein Plugin und ein Tool, wo man dann halt auch die Map erstellen konnte und sowas. Aber nur die Grundrisse, nichts weiter. So, dann kann man natürlich auf Server, Browser, wo überall ein Spiel gerade eröffnet ist, kann man da reingehen und dann mitspielen. Genau, super. Hauptmenü, dann Einzelspieler. So, dann tun wir ein neues Spiel starten. Speicherstand tun wir Self 1 nehmen, das ist alles okay. Und dann starten wir einfach mal eins. Und ihr werdet jetzt ein wundervolles Intro sehen. Da nochmal ein herzliches Dank an Skyward Queen. Hat sie wundervoll gemacht. Und hier ist es auch wieder das, worauf ich eben schon mich bezogen habe, dass es einfach mal da ist. Und wir später dann immer wieder dann anpassen und farblich dann machen. Eine bessere Geschichte vielleicht noch. Andere Textformate, andere Bilder und, und. Aber wie es jetzt schon mal ist, ist es schon mal super, dass wir einfach nur sehen, was möglich ist und dass es dann überhaupt dann aufgenommen wurde. Dass es am Start von einem Spiel gezeigt wird. Grundstory ist so, Skyward Queen hat es gar nicht mal so schlecht zusammengefasst. Einfach eine Story, die ihr schon gefühlt 500 Mal gehört habt. Biolaborant, passiert was, die Seuche bricht aus und unsere Aufgabe ist es einfach auch als Biolaborant, ob wir es selber waren oder nicht, den Planeten irgendwie zu verlassen, weil wir es gar nicht mehr hinbekommen und müssen dann durch Crafting, durch Anbau, durch Handel und Co. uns eine nette Hütte basteln, um da Raketeneinzelteile herzustellen, um damit eine Rakete zu bauen und den Planeten zu verlassen. Wir sind ein bisschen gezwungen, die Zombies zu killen und Co., weil die natürlich das Blut haben, wofür wir den Treibstoff herstellen und sowas. Ja. Somit dreht sich das dann irgendwie zu einem Ziel. Na, jetzt guckt man das Intro noch an. Bilder hat sie dann noch ein bisschen bearbeitet und einen Filter drüber gelegt und sowas. War auch eins unserer ersten Logos und Co.
ganz leicht sieht man sogar noch das Home. Genau. Wie gesagt, nur ein Skript, grobe Vorlage. Da haben wir den Ladescreen und dann sind wir hier dann schon drin. Super. Ihr seht da hinten schon die Zombies, die sind haben wir relativ früh jetzt neu eingebaut. Die machen jetzt das arme Reh kaputt. Wir sind komplett nicht geschützt und habe vergessen eigentlich bei der Charaktereinstellung das auch noch zu zeigen. Das geht nämlich auch im Hauptmenü und der überträgt sie danach. So, der kommt jetzt auf uns zu, will uns eine reinhauen und ihr seht schon unten links Nahrung ist das braune, Leben ist rot. Das sehen wir jetzt mal. Wir kriegen jetzt Schaden von ihm, können nochmal einen Schaden bekommen. Genau. Und dann, oh, jetzt müssen wir aber langsam gehen. Und dann haben wir noch Wasser unten, sowie aber auch Ausdauer. Wenn wir jetzt zum Beispiel sprinten, geht das Grüne herunter. Das Rosane ist für die Tageszeit und der Tag. Das habe ich auch noch nicht so ganz hinbekommen, wie das geht. Da bin ich noch am Fummeln. Und die drei Striche sind nachher für die Level-Ups, die wir dann haben. Unten haben wir ein Gürtel. Und das sehen wir am einfachsten, wenn wir von der Third Person einfach in die First Person gehen mit der Taste V. Und somit seht ihr dann, dass wir unten jetzt vier Leisten haben. Das sieht schon super aus, das muss so. Und da stehen jetzt hinten die Zombies, die kuscheln glaube ich auch gerade miteinander. Gehen wir mal ins Inventar. Wenn man Tab drückt, hat man das immer als Grund. Inventar. Ob da später so Startsachen dabei sind, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob es da vielleicht einen Apfel dabei gibt oder Verbände oder sonst was. Muss ich mal sehen. Und hier kann man verschiedene Slots dann auswählen, die man dazu der Rüstung und sowas benutzt. Crafting. Jetzt, beim Crafting ist es dann auch so, dass wir eine Axt oder auch eine Spitzhacke, Hammer, Bebauungsplan oder auch dann natürlich den Rucksack und Co. dann bauen. Da ist ja immer so eine kurze Bezeichnung drauf und was wir dafür bauen. Dafür brauchen wir jetzt zum Beispiel 10 Holz, dass wir dann eine Axt herstellen und die braucht dann 8 Sekunden. Genau. Und da gibt es viele andere Sachen wie das Campfire oder auch ein bisschen Rüstungsteile sowie aber auch die Crafting Bench, die dann später sehr, sehr wichtig wird. Das Bett dient auch nachher zum Respawn-Punkt. Und Woodchest ist eine ganz normale Kiste, wo man Sachen reintun kann. Gibt es eine Schaufel und hier mit der Wooden Bowl kann man noch ein bisschen mehr Wasser und Co. zu sich dann nehmen. So, genau, das. Im Grunde ist die Welt, ihr seht immer so kleine, ne, seht ihr gar nicht. Das sehe nur ich. Ah doch, da jetzt so ein bisschen rechts. Seht immer so kleine Lichterfehler. Das Problem ist halt auch einfach, wie gesagt, ich habe einen sehr alten PC und kriegt da manchmal diese Lichteffekte noch nicht ganz hin. Das sind noch Sachen, die man dann noch ausreifen müssen. Also, so. Von der Welt her wird es dann so sein. Wurden doch, ich brauche noch ein bisschen Stein. Ja, jetzt haben wir zu viel Kilogramm. Hier können wir mal equipped. Jetzt seht ihr auch direkt unten die Leiste, dass die von 1 bis 8 geht und nicht mehr 1 bis 4. Somit, wenn ihr einen größeren Rucksack habt, könnt ihr auch mehr schleppen. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Also, der Himmel hat verschiedene Zonen und aber auch Wetterarten. Sei es Regen, sei es Schnee, sei es starker Wind, strahlender Sonnenschein und. Alles dabei sind so 7, 8 Stück. Der Übergang läuft noch so relativ und auch Tag und Nacht gibt es auch und der ist aber sehr abrupt noch und sowas. Also zack dunkel und zack hell. Das muss ich noch ein bisschen besser dann einfügen und sowas. Ne? Aber Schritt für Schritt. Autos, totale Katastrophe. Wir hatten noch ein Auto mit Skyward Queen, wo sie dann noch ihren Sound dann reingesprochen hat und alles. Ne? Aber das Ding war enorm verbuggt und hat mir auch sehr viele Fehler dann immer gebracht beim Bilden. Und somit habe ich es jetzt vorab erstmal nochmal rausgetan. Aber das kommt auch wieder rein und sowas, weil der Sound war mega. So, dann das. Vom Umfeld ist es natürlich so, es gibt verschiedene Bodenarten, sei es natürlich Sand, Schnee, das was wir hier drüben haben, oder normale Erde. Und ihr seht jetzt, grafisch ist es natürlich okay. Aber verlangt von mir jetzt nicht ein High-End
Witcher, wo 900 Leute dran gearbeitet haben. Das nicht und sowas. Ne? Also, ich gebe mir Mühe, aber das Maßstab ist nicht so hoch. Ihr seht auch weiter hinten, dass da das Gras dann aufhört zu wachsen. Nur erst, wenn wir weiter hergehen, dann spawnen auch diese ganzen Dinge. Ist jetzt auch daran geschuldet, dass die FPS sonst ein bisschen drunter leidet. Seht ihr jetzt an dem Baum, ne? Richtig. Wird noch fein getuned. Genau. Hier haben wir schon mal gerade eine Pflanze, die können wir einsammeln. So, dann haben wir direkt über mir, sieht man dann auch schon, dass wir was eingesammelt haben. Ja. Hier diese weißen Blöcke sind meine Platzhalter. Hier dieses Gebäude, wer wie gesagt schon Unreal Engine schon oft benutzt hat und Co. Das war mal gratis mal dabei. Das benutzt man auch. Es gibt sogar 2 bis 3 Horrorspiele, die komplett mit diesem Haus gemacht wurden. Mega gut. Keyshore und Co. haben das auch schon gezockt, die Horror-Games. Da musste ich auch schon schmunzeln. Werden wir auch haben. Die Fabrik da hinten gehen wir vielleicht nachher sogar durch. Denn diese habe ich dann schon relativ gut fertig. So. Was kann er noch? Er kann schwimmen. Der kleine Bub. Können wir mal reinspringen. Seht ihr nur so kleine Wasserbläschen und sowas. Die sollten eigentlich nicht so hell leuchten. Wir können auch etwas schneller schwimmen. So, jetzt seht ihr natürlich, die Ausdauer geht weg, aber er hat noch keinen Atem oder sonst was. Somit Sauerstoff ohne Ende. Kann nicht nur schwimmen, der Bub kann nämlich auch klettern. Klettern ist immer so eine Sache. Das gibt es in vielen anderen AAA-Titeln auch. Ein bisschen verbuggt ist es immer. Man greift dann immer irgendwo drauf, wo es eigentlich nichts zum Händeln gibt. Aber macht Spaß. Er kann, wie gesagt, überall rumklettern. Und das ist auch eine coole Sache. Habe ich mir damals dann gekauft. So Climbing, bla bla blub. Hat so, weiß nicht, 50, 60 Euro gekostet. Sowas in der Schnitt oder sowas. Genau. Fazit, er kann über Sachen drüber klettern. Genau. Weiß gar nicht, was die da hinten haben, die Zombies. Die haben den Hund dazwischen eingekeilt. Mega gut. Super Sache. Genau. Was kann der Charakter noch? Nö, eigentlich das nicht. Sterben natürlich. Müde wird er nicht, außer wegen Hunger und Durst. Daran tut er dann nachher Schaden nehmen und stirbt dann dran. Aber sonst im Groben ist es noch nicht so, dass er wegen Müdigkeit immer schlafen muss. So, jetzt tun wir mal eine Axt machen. Dauert so 7 Sekunden. Wenn wir rausgehen und wieder reingehen, geht es trotzdem weiter. War mal ein langer Fehler. So, jetzt ist er da fertig. Und den können wir einfach in unseren Slot reintun. Und schon hat er die Axt an. Jede Axt können wir dann ausrüsten. Ja, das Auto von Scarab Queen, das vermisse ich schon ein bisschen. Aber das ging dann nachher nicht mehr, du. Ja, nehmen wir mal das Bäumchen hier. So, dann hacken wir mal drauf rum. Ihr seht über mir, dass da jetzt Holz gesammelt wird. Der Baum fliegt um und nur allein für diese Sache, was jetzt 3-4 Sekunden gedauert hat, habe ich Stunden über Stunden gebraucht. Zumal erstmal die Axt auszurüsten, dann nachher dem Baum aber zu sagen, dass er Holz hat. Und dass man bei jedem Schlag einen anderen Ton hat, diesen Ton dann noch zurechtschneiden und alles. Und das dann noch abwechslungsreich zu machen und dass am bestimmten Moment der Baum dann umfliegt und der dann auch wieder Ton hat. Also es ist nur für euch, dass ihr ein bisschen Bewusstsein bekommt, dass das enorm viel Arbeit ist für so einen blöden Baum und alles. Ne? Und manche Bäume lassen sich fallen und manche nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade noch einen finde. Ne, der ging auch noch gut. Was mit dir? Kannst du auch noch? Okay, Vorführeffekt. Jetzt will man mal einen Bug und dann hat man dann keinen. Super. Aber wir haben jetzt schon mal einen großen Rucksack. Wir können uns mal eine Pickaxe machen. Kann ich dich auch schon? Oh, jetzt auch noch mit Holz. Das ist sehr gut. Und was brauchst du hier? Steine noch. Also, das dauert jetzt ein bisschen. Lassen wir mal nebenher laufen. Und dann gibt es zum Beispiel hier so Grundsachen. Lehm, Sand und Pflanzenerde, die kann man dann mit der Schaufel dann holen. Die sind dann hier auf dem Boden. Das ist erstmal so Grundsachen, dass es überhaupt funktioniert. Und später werden wir das dann natürlich
vielleicht größere Häufen machen und sowas, ne? Ein größerer Sandhaufen oder Lehm und sowas, weil sonst sieht man das nicht. Dann gibt es Holz, ganz normal zum Sammeln. Die kann man so einsammeln, weil wenn man zum Beispiel jetzt stirbt, dann hat man ja gar nichts mehr am Start, verliert ja alles. Und bis man seinen Rucksack hat oder vielleicht gar nicht mehr findet, kann man auch so ohne Werkzeug sich wieder von Null hochcraften. Natürlich hier Beeren zum Essen. Die können wir uns gerade mal einen Slot reintun. Und dann essen wir uns wieder hoch. Ihr seht jetzt selber oder habt gesehen, dass jetzt das Trinken hochgegangen ist, sowie auch das Essen, weil so eine Beere da natürlich das Hunger um 5 und das Durst um 5 stillt. Pflanzenfasern. Und mit diesen Pflanzenfasern können wir dann Bandagen machen oder auch nicht. Ist noch zu wenig. Ach, dafür brauchen wir Cloth. Wo haben wir das? Das haben wir hier und brauchen 5. Dann können wir einen erst machen. Genau. So, hier die Pickaxe haben wir fertig. Dann tun wir die mal hier schnell rein. Und dann kriegen wir hier Stein, Eisen, Kupfer, Gold, Silber, Nitrat und Zinn. Und Ende. Da kommt eigentlich nichts mehr großartig dazu. Die Texturen sind jetzt noch nicht so dolle. Hier haben wir jetzt Zinn. Du bist sicher Stein. Und dann hört man so einen Steinklopfen. Ja. Genau, hier haben wir Kupfer. Du bist Silber. Was bist du? Nitrat war's. Genau, richtig. Das sind die ganzen Icons. Werden auch noch natürlich verbessert. Das sind viel Platzhalter und alles. Und wir werden das dann Schritt für Schritt dann immer wieder anpassen. Ich sage immer wir, dabei bin ich eigentlich ich. Ich werde es immer einfassen. Aber es hört sich so eingebildet und arrogant an. Deswegen lieber wir und sowas. Ne? Aber eigentlich setze ich da komplett alleine dran. Genau. So, dann ist das noch so, dass wir natürlich dann auch bauen können. Und das Baumenü ist eigentlich ziemlich witzig. Ihr lasst die rechte Maustaste gedrückt und könnt dann das ganze Baumenü dann durchgehen. Ihr könnt dann die ganzen Foundation-Sachen machen. Und da wo grün ist, kann man bauen. Wo rot ist, kann man nicht bauen. Kennt ihr sicher. Somit kann man sich dann ganz schnell was Nettes hinzaubern. Dann gucken wir nochmal rein. Können wir mal ein bisschen Wände noch schauen. Ein Pfeil natürlich. Das habe ich mir von Ark ein bisschen stibitzt. Der Pfeil wird natürlich noch ein bisschen schicker gemacht, aber dann seht ihr, in welche Richtung das Holz sein soll. So, ich tue mal dann noch vielleicht eine Türe, wäre doch cool. Okay, das habe ich nicht ausgerüstet. Nochmal, jetzt. So, super. Und ein Fenster. So, tun wir es einfach mal sporadisch hinbasteln. Das ist wahrscheinlich mega schick sein. Und dann könnt ihr nämlich noch Leitern und Treppen, meine ich, und alles Mögliche machen. Na, hier. Und dann kann man hier hochlaufen. Und oben weiter dann basteln. So. Tada. Und dann hat man sein Häuschen. Genau. Dann kann man natürlich noch mehr machen. Man kann hier noch die Türen machen. Dann kann man noch normale Treppen erstellen und sowas. Die müssen aber immer auch irgendwo dran stecken. Zum Beispiel hier unten, zack, und dann kann man dann hochlaufen. Das ist die Grundform von Holz. Das kann man dann noch erweitern, so wie es jetzt ist. Man muss es nicht mehr abbauen, in Steine und auch Metall. Und es wird später noch was dazukommen und sowas. Ne? Weil diese Sachen, wieder ehrlich und transparent, wurde ein Paket gekauft, dieses Teil und sowas. Daran habe ich nicht großartig viel dran gebastelt und sowas. Ne? Nicht wirklich. Und ich habe halt dieses Menü halt umgestaltet, ein bisschen netter und sowas, auch mit den Farben. Aber sonst habe ich da jetzt nichts wirklich am Hut. Also nicht mit fremden Federn schmücken. Super. Gut. Dann können wir das wieder wechseln. Man kann da natürlich reingehen. Man kann später noch zu Lampen bauen und, und. Also wirklich tolle Sachen. Ihr seht jetzt oben auch die Haltbarkeit. Das sind jetzt 100 Punkte. Und wenn jetzt ein Zombie dagegen kommt, muss er jetzt schon ein bisschen dran klopfen. Und dann ist auch, ob ich Metall oder Stein ist dann nachher bei 500 und Metall bei 750 und so weiter. Genau. Gut. Grobe Baumenü. Man kann, wie gesagt, jetzt 1000 Sachen euch zeigen, aber ihr habt das, glaube ich, grob gesehen und verstanden. Dann Tische.
Die holen uns aber, glaube ich, kurz eine Waffe, weil wenn die da vorne stehen, hauen die uns aufs Maul. Also hier können wir noch schnell reingehen. Das sind einfach Schlösser, die wir an der Haus oder eine Tür ranmachen können, um unser Haus zu sichern vor anderen. Somit könnt ihr PvP machen oder aber auch einfach sagen, wenn wir im Clan spielen und sagst, also, hey, das ist mein Haus, da darf ich nur rein oder möchte nur rein. Des Weiteren ist es auch sinnvoll für Rollenspiele. Später ist es nämlich dann so, dass ihr eure eigene Stadt bauen könnt mit jemanden, der die Mühle betreut, einen Gärtner, eine Tankstelle wird später geben, dann noch einer, der Gemüse hat oder halt natürlich dann Wasser und alles Mögliche. Also für jede Art, oh guck mal, wie hoch das ist, also für jede Berufsgruppe gibt es dann ein extra Häuschen, wo man dann auch verschiedene Dinge herstellen kann. Und das kann er natürlich mit einem Zaun umbauen und nachher für sich festigen. Du bist auch noch Müll, du bist noch das Gleiche. Was bist du? Du bist doch die Gärtnerei, ne? Du bist die Gärtnerei, mega cool, wie gesagt, für die Pflanzen und alles. Und das sind nochmal Platzhalter. Da kam ich noch nicht dazu, jetzt das nochmal genau zu machen. Aber Hauptsache, es hat funktioniert. Und ihr seht selber, da kann man schon einiges basteln. Und es war wirklich viel, viel, viel Arbeit, das dann reinzuhauen. Du bist ein Juicer, das hatte sich Skyward Queen gewünscht. Da kann man dann Tomaten, Karotten und Apfelsaft machen und sowas. Mega coole Idee von ihr gewesen. Und hier kann man dann Wasser dann noch holen. Und du bist ein Jäger, stimmt. Ein Jäger war es dann noch, der danach durch das Fleisch und das Leder dann trocknet. Und so kann man dann verschiedene Bausteine dann machen, die dann nachher zu einem Dorf ist und dann Handel betreiben oder gemeinsam ein minimalistisches Dörfchen zusammenstellen und sowas. So, jetzt schleichen wir uns mal vorbei. Da drüben ist ein Zombie, ein Reh. Bitte seht uns nicht, aber die hängen da eh gerade fest. Das wird später wundervoll. Turrets kann man bauen als Sicherheit. Das ist ein Turret, den ich gebastelt habe. Fazit, der mir gehört und somit greift er mich nicht an. Kann man aber dann so einstellen, dass er andere Zombies oder Menschen dann angreift. So, jetzt nehmen wir mal den da. Und wir müssen ein Magazin mitnehmen. Und natürlich Munition. So, oh shit, ich will die andere Muni auch noch. So, also, dann gucken wir mal. Equipped. Nein, dich tu mal raus. Dich tu mal rein. Dann Attachments, das ist voll toll. Dann tun wir mal, Magazin ist drin, sonst müsstet ihr das Magazin reintun. So. Und wir tun jetzt mal hier nachladen. Auch Kinder. So, jetzt nachladen, jetzt nachladen. Also, Patrone ins Magazin und Magazin kommt nachher in die Waffe. Jetzt können wir natürlich umschalten auf die First Person. Boah, Alter. Ihr steht aber gut da. Ach, der Wolf hat ihn noch angegriffen, ne? Der Wolf ist nämlich auch böse. Geh weg. Nein, nein. Oh Gott. Ist toll, wenn man ein Spiel macht und dann selber dran drauf geht. So, also. Man kann die Körper looten und das ist sogar sehr, sehr wichtig, weil die haben das grüne Blut. Dieses grüne Blut braucht ihr dann später, um natürlich den Treibstoff zu machen für die Rakete, um den Planeten zu verlassen. Mit dem verrotteten Fleisch könnt ihr Dünger erzeugen und Money könnt ihr dann später in bestimmten Händlern oder sowas Sachen danach kaufen und verkaufen. Und so geht es eigentlich immer weiter. Wir können eigentlich alle mitnehmen, wenn wir schon da sind. Und ja, das war so groß. Dann habt ihr ja schon gesehen, dass man hier Attachments hat. Hier kann man noch einen Rotpunkt reintun oder auch Rückstoßsachen oder einen Schalldämpfer und. Die ganzen Sachen gibt es dann für die jeweiligen Waffen. Hier seht ihr das dann auch nochmal. Sei es der Silencer, den kann man dann reinbauen. Oder dann Rotpunkt und Rückstoß. Perfekt. Alles möglich. Wasserquelle, müssen wir was trinken? Wir trinken mal schnell was. Hier können wir sonst auch unsere Flasche dann füllen. Hier ist es dann so, dass man farmen kann. Wie machen wir das nochmal am besten?
Das ist doch schon fertig, ne? Aber ich bräuchte doch die Pflanze. Das ist Fertilizer, das brauchen wir auch. Nehmen wir mal einmal mit. Das Wasser brauchen wir. Und den Large Planter. Aber wir machen das mal so. Wir nehmen dich mal mit. Und vielleicht noch Bananen. Und das. So, Korn. Also, Pflanzen, ganz cool. Ihr macht das so. Das sollten normal eigentlich direkt Ding sein. Wartet mal. Ich glaube, wenn man Früchte gefunden hat, kann man dadurch Pflanzen machen. Das war dann so. Tipp, 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 tipp. Wo habe ich es, wo habe ich es? Da brauche ich einen Pierce. Den muss ich erstmal hier rüberziehen. Dann kann ich den herstellen. Braucht 5 Sekunden. Fazit, er nimmt es nicht aus unserem Inventory raus, sondern wir müssen das immer hier lagern. Dann nimmt er das. So, also wir haben jetzt unsere Pflanze. Oh, guck mal, das ist auch ein Bug. Ne? Guck mal, wie groß die Pflanze jetzt hier ist. Ja, gut. So, tun wir mal in unseren Gürtel rein. Und normalerweise sollte die Pflanze jetzt da reingehen. Gut. Hä? Kann ich das mit einer anderen machen? Kurzen Moment. Aber wie gesagt, es ist ja nicht perfekt und es ist ja super, dass ihr jetzt das so mal seht. Tomato Plant. Ach, ich Depp, ich habe das immer dahinter gestellt. Ich habe vorne immer dieses Endprodukt und dahinter immer die Pflanze. Okay, voll aufwendig gerade. Aber jetzt habt ihr gesehen, dass man auch, wenn man Früchte findet, daraus Pflanzen dann herstellen kann. So, dann nehmen wir mal dich. Funktionierst du? Du gehst. Gut, muss ich mir dann aufschreiben. Also normalerweise hier, zack, rein. So, jetzt ist die ganz kleine Pflanze da drin. Und jetzt braucht die bestimmte Sachen natürlich, ne? Das Leben an sich ist bei 100. Jetzt braucht die noch Wasser. Und dann kann ich ihr Wasser geben. Oder auch einfach hier sowas hinstellen. So eine Sprinkleranlage. Man sieht jetzt das Wasser noch ein bisschen schwierig. Vielleicht so ganz leicht, ne? Seht ihr das Graue? So. Und jetzt sollte die normalerweise Wasser abbekommen. Tut sie aber nicht. Nicht so schlimm. Wir geben ihr Wasser. Und dann braucht ihr natürlich Fertilizer, hat jetzt 99 bis 100 und jetzt steht auch dazwischen Kraut. Also sie wächst, 1,9 seht ihr, jetzt 2 und ich meine so ab 70, 60, 70 kann man sie schon ernten, aber umso höher es ist, umso mehr bekommt ihr nachher raus. Die braucht noch Licht, sowie auch Wärme und Licht ist dann auch so, ihr könnt dann einfach hier dieses Licht anschalten. Reicht es Ihnen, jetzt hat sie schon 50% Licht. Seht ihr das? Zwischen Fertilizer und Wärme. Sonst tun wir das nochmal raus. Und dann hat es nämlich 0. So, tun wir nochmal an. Und es gibt noch ein rotes Licht. Das habe ich jetzt nicht hier hingebaut und sowas. Und dieses Rotlicht, das würde dann nachher auch die Wärme geben. So, schade, dass der jetzt nicht Wasser bekommt von diesem Ding. Ist vielleicht zu nah dran. Kann sein. Weiß ich nicht, müsste noch mal basteln und sowas. Genau, können wir wieder ausmachen. So, und dann wächst es nach der Zeit. Man kann das ernten und wiederverwenden und neue Pflanzen dann machen. Somit kann man gefühlt 500 von diesen Dingern hinstellen und dann hat einer im Rollenspiel einfach nur diese Aufgabe, den Bauer oder Landwirt zu spielen. Gut. Wir müssen was essen. Essen... Cool, du kann man, nein, das ist auch noch eine Pflanze. Hier. Kann man dich nochmal rüberziehen. So. Perfekt. Also, es gibt verschiedene Loot-Container da drin, die man in der Welt findet. Findet man natürlich dann bestimmte Loot-Arten. Und sei es Munition,
sei es dann nochmal Munition, sei es dann so Grundstoffe wie Holz und Stein oder auch Öl, dann wieder Klamotten, hier sollte Nahrungsmittel dann drin sein und hier eigentlich alte Pflanzen, aber das habe ich noch nicht so ganz hinbekommen und sowas, kommt aber dann auch noch hin. Dann ein Händler, das sind so Grundbausteine und sowas. Ne? Später wird es dann so sein, dass es Händlerhäuser gibt, wo ihr Sachen dann verkaufen könnt, aber dann auch kaufen. Und dann könnt ihr das dann nachher dann alles abchecken mit dem ganzen Geld, was ihr dann noch an den Scheinen dann gefunden habt und sowas. Genau. Dann gibt es natürlich normale Truhen, die ihr daheim dann aufsteigen könnt. Kleine und große Truhen, und große Truhen sind wundervoll und wunderschön. Genau, dann gibt es noch Truhen, die zufällig Sachen spawnen und das ist aber so dann vergleichbar mit den Lootkisten, die man dann auch da hinten hat und sowas. Genau. Dann gibt es dann Kochstationen, das ist dann auch dann so, dass man hier erstmal, das können wir mal splitten, dass wir dann erstmal hier was haben und jetzt haben wir kein Fleisch. Ja, ich glaube, ihr glaubt das aus mir so. Man kann es anmachen. Und wenn man jetzt hier was hätte, dann könnte man dann Fleisch herstellen. Aber wisst ihr was? Wir holen mal schnell Fleisch. Wir müssen doch irgendwo hier Fleisch haben. Iron, nein, das war das. Ich glaube, Fleisch habe ich schnell drüben. Ich hole es mal schnell. Lalala, lalala. Also, Cooked Meat, nein. Raw Meat, Fett. Hole ich mir. So, dann Holz haben wir drin, dann muss ich das hier reintun und wir legen los und dann seht ihr die prozentuale Anzeige, dass es dann durch ist. Wenn ihr das Ding komplett voll habt mit Fleisch, kann man das gerne machen, das ist kein Problem. Der zieht es eins nach dem anderen dann durch und sollte er, er nimmt halt unten das Holz, so lange bis das Holz jetzt zu Ende ist. Ja genau, er nimmt sofort das andere Fleisch auch. Ihr bekommt fertiges Fleisch und aber auch Kohle. Das braucht ihr nachher und dann wieder für die Waffenherstellung und Co. Genau. Und dann brutzelt das Ding vor sich hin. Ihr seht auch die kleine Animation vom Feuer. Und ihr müsst aber reingehen, um das Ding auch wieder auszumachen. Das macht ihr dann nicht automatisch. Genau. So, das können wir nämlich gerade essen. Dann sieht es nämlich super wieder aus. Dann gibt es natürlich die ganz normale Crafting Bench. Ihr müsst hier euer Material erstmal reintun, sei es Steine oder dann Holz oder Eisen. Und dann kann er erst damit dann was anfangen, sowas. Sei es das Scattering Foundation, die Mühle, die für den Jäger, für die Autoherstellung und sowas. Ne? Da gibt es ja verschiedene Einzelteile und sowas. Das ist eine ganz nette Sache. Hier ist zum Beispiel Nuttles Car, wo man dann drauf tut. Umso größer natürlich dieses Gebäude ist, umso länger braucht es dann nachher. Genau, so, dann was haben wir hier, das ist die ganz normale Schmiede, da können wir das reinhauen, jetzt haben wir wieder kein Holz, das ist wundervoll, Zinnohr, ne, Steine will er nicht haben, Silber und können wir glaube ich auch Äste, können wir glaube ich auch reintun, oder? Nein, Äste magst du nicht? Normal sollte er eigentlich auch Äste nehmen, muss ich mir aufschreiben. Und wenn man dann anschmeißt, dann zieht er sich Schritt für Schritt die Sachen raus. Und dann wird da draus dann Kupfer hergestellt und sowas. Genau. Jetzt warten wir mal, ob er die anderen Sachen auch nimmt. Man siehe, dass der gar keine Kupferbarren macht. Nee, nur Kohle. Seht ihr? Da ist dann schon wieder ein kleiner Fehler. Nicht so schlimm. Tatsache, macht nur Kohle und keine Kupferbarren. Ich kann ihn auch gar nicht mehr rausnehmen. Das ist ja auch witzig. Schade. Wieder ein Bug gefunden. Und die Bugs, die sind nicht wenig. Hier, Weapon Bench. Man kann dann die Waffen herstellen. Und auch die Attachments oder sonst was alles zugesetzt. C4, mega toll. Und hier gesagt, Red Dot. Und all diese da Sachen. Hier seht ihr auch, dass hier Rezeptkosten, Name. Dann fehlt halt einfach schon mal der Baustein, um dies dann herzustellen. Und das. Oh, es wird schon etwas dunkler. Wie viel haben wir? 21,4. Dann geben wir uns noch ein bisschen Gas. Dann gibt es hier noch eine Ölpumpe für Öl.
und dann einfach noch eine Chemiestation, wo man dann nachher dann auch Benzin herstellen kann oder auch dann bestimmte Teile für die Rakete. Ja, so im Großen und Ganzen ist es erstmal so, das Video. Ich denke, zu Weihnachten wird vielleicht noch mal eins kommen. Und bevor die Dunkelheit einbricht, weil es ist dann mega dunkel, würden wir noch sagen, jetzt gehen wir noch vielleicht schnell vor zu der Fabrik und hoffen, dass es noch klappt mit der Sonne. Wir sind ja schon bei 40 Minuten. Ich hoffe, ich werde vielleicht noch ein bisschen was schneiden. So, hier einfach mal alles mitnehmen. Wie gesagt, grafisch verlangt ja nicht so viel. Hier spawnen, wie gesagt, alles nochmal Blätter und Co. Das wird nachher alles dann angepasst. Hier ist zum Beispiel eine Lootbox, da kann man sich die ganzen Sachen noch schnappen. Und das ist eins der vielen Gebäude, die man dann auch looten kann. Ich glaube, das kann man looten, oder? Eins von den Steinen hier, ne, von den Kisten. Ja, dich kann man. Ja, Munition nehmen wir mit, der Rest kannst du behalten. Und auch Barrel. Dann gibt es verschiedene Lichterarten. Ah, guck mal, das ist immer so ein Abstandshalter. Normal sollte man dieses Licht etwas weiter sehen können. Man muss immer wieder die Spiele testen und dafür brauche ich die Spieletester. Genau. Hier sieht man jetzt eigentlich auch, dass es flimmernde Licht und auch einen kleinen Fizzle-Sound, dass das hat. Also bzz, dass das halt nicht so ganz funktioniert, dieses Licht. Hier haben wir nochmal einen Koffer. Da können wir nochmal eine Maske mitnehmen und können jene Maske auch direkt anziehen. Und dann sind wir schon etwas besser geschützt. Hier ist auch noch was. Munition geht immer. Perfekt. Ah, das sieht man hier auch. Schaut mal. Zack, und jetzt ist es schon dunkel. Das ist, die Übergänge sind noch ein bisschen tricky mit Nacht und Tag. Aber ihr seht, hier ploppt es auf. Ich will damit eigentlich nur FPS sparen. Aber das sind noch die Feinjustierungen. So, kann man jetzt noch hier in das Gebäude reingehen. Ah, guck mal, da ist die Wand. Wenn man hier steht, würde die Wand nicht zeigen. Ah, okay. Sehr schön. Ich habe das. Dieses Gebäude an sich gibt es schon fertig. Das mag zwar sein und sowas, aber du musst trotzdem alles nochmal komplett anpassen und sowas. Auch wenn man dieses Gebäude gratis im Online-Marktplatz da bekommt, bei der Unreal Engine, du fummelst da Stunden über Stunden, um diese Blätter auf diesem Boden bekommen. Diese ganz kleinen Steine zum Beispiel, die sind alle von Hand dann da reingesetzt. Diese Lichter und sowas, dass man das komplett aus. So justiert und sowas. Auch diese Arten, dann auch diese Türen, dass die überhaupt funktionieren und sowas, müssen komplett bearbeitet werden. Und auch mit die Türen, ob sie zu schnell gehen oder zu langsam und auch mit deinem Sound, all diese Dinge. Was ist das denn? Das ist aber sehr kurz gemacht, oh meine Güte. Also, auch das habe ich dann ein bisschen bearbeitet, dass diese ganz kleinen Lämpchen ein bisschen leuchten. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber für diese Lämpchen sitzt man halt einfach 15 bis 20 Minuten dran, um das dann perfekt hinzubekommen. Ja, genau. Gut, ich weiß aus Erfahrung, hier hinten ist noch eine Kiste. So, und ja. Ja, ein bisschen Gruselfaktor reinbringen wollte ich. Ob da nachher dann ein Zombie steht, muss ich auch noch gucken, wie kompatibel die mit so manchen Assets sind und Geräten. Und genau, dann kann man hier noch ein paar Sachen looten und Co. Und ich bin froh, dieses Video gemacht zu haben, weil ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, aber dann für mich wieder ein paar Fehler entdeckt. Der Gang ist aber ein bisschen dunkel, wo ich dann wieder dran arbeiten muss. Können wir mal umschalten auf die Third-Person-Ansicht. Sonst die Beleuchtung geht eigentlich. Ich habe mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ist auch ein bisschen tricky. Wie so in Horrorfilmen, ne? Und sowas, ne? Die haben 40 Lampen im Raum und irgendwie ist nichts hell. So, genau. Und wie gesagt, man muss die ganzen kleinen Steinchen, Papier und Sachen alles händisch dann reintun. Genau. So, okay.
Vom Grund auf gibt es dann auch hier Escape-Menü, kann man noch speichern, kann laden, kann die Settings nochmal machen oder zurück ins Hauptmenü dann gehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für alle Abonnenten, danke für die ganzen Kommentare, danke für die, die mir ein bisschen geholfen haben und sowas. Danke an Skyward Queen, dass die mich dann immer unterstützt hat bei dem Spiel. Und tja, ich hoffe, wir sehen uns zu Weihnachten wieder mit einem neuen Video, mit dem Beta 0028 oder 3.0 sogar. Mal gucken. Pfeil und Bogen kommt noch rein und natürlich die FPS-Verbesserung. Zwei, drei Häuser werden gemacht und die Skins der Zombies. Das steht ganz groß auf dem Plan. Genau, und ab Januar, Februar schaut man dann weiter, dass man noch das hinbekommt mit der Rakete, dass man das Spiel komplett, also spielen kann, von Start bis zum Ende. Und da muss man das nur noch mit schönen Sachen füllen. Ja. Ah, Charaktereinstellung war noch hier. Wie gesagt, zum Schluss noch kann man noch die Farbe ändern, die Person, alles dann möglich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.